von Sissi will Wolle. Mein Name ist Sissi und ich spreche zu euch aus dem wunderschönen Wien, wo ich euch heute wieder etwas über mein Gestricke erzähle und über Wolle. Worüber rede ich sonst? Wenn ihr das erste Mal eingeschaltet habt, dann ja, es geht ums Gestricke. Und mein momentan liebstes Hobby. Und wenn ihr schon das 14. Mal dabei seid, dann freue ich mich irrsinnig, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Ich versuche alle 2 Wochen aufzunehmen und momentan schaffe ich das eigentlich ganz gut. Wir sind schon fast bei einem halben Jahr, glaube ich, jetzt angekommen. Also ich habe im November ungefähr angefangen und freue mich irrsinnig, dass ihr schon so lange dabei seid. Ja, ich starte einfach gleich, was es so an Gestricke gibt. Zuerst, was ich fertig gestrickt habe. Bitte entschuldigt das Geraschle. Für jene, ich habe festgestellt, dass ganz viele mit Kopfhörer offensichtlich auch schauen und hören unterwegs. Das heißt, es wird jetzt geraschelt. Ich sage auch gleich, warum ich so viel damit rasche. Und zwar fertig gestrickt habe ich endlich die Babydecke, Little Star Blanket habe ich es genannt. Und es ist riesig. Ich weiß gar nicht, ob ihr sie in der vollen Größe seht. Ich habe ein Foto gemacht. Ich zeige es euch dann nachher noch. Also schön ist es natürlich, wenn so ein Zacken oben ist. So. Ist fast nicht ganz drauf. Ihr seht, sie ist urgroß. Ich gebe euch noch ein Foto rein. Dann seht ihr, wie groß die circa ist. Also ich habe sie auf einem Bett aufgespannt mit 1,80 Meter Breite. Also die Decke ist wirklich groß und ich bin urglücklich mit ihr und erzähle euch jetzt nochmal genau, was ich da gemacht habe. Die Anleitung ist von, also die Anleitung heißt Knitted Star Stacken. Ich habe die auf Ravelry bekommen und das ist eine Gratis-Anleitung gewesen. Ich glaube, die gibt es aber nur auf Englisch. Die ist von der Stephanie Castro und dann gleich zur Wolle. Da habe ich verstrickt unter anderem die Decke von Enchanted Sheep in der Farbe Arctic. Das ist noch der Rest vom letzten, ich glaube, dritten oder vierten Knäuel. Ich sage es euch jetzt ganz ehrlich, ich weiß gerade nicht mehr, wie viel ich gekauft habe. Ich glaube 4. 3 sind, glaube ich, komplett drinnen und das ist der 4. Knäuel. Und den habe ich, wie gesagt, nur, den habe ich nur angefangen, also da habe ich nicht extrem viel verstrickt. Und Earth Merino Sock, das ist die graue Wolle, in der Farbe Mint. Deswegen fand ich das irgendwie ganz passend und die habe ich komplett verstrickt. Die ist ganz drinnen, also da sind 100 Gramm drinnen. Das heißt, in der ganzen Decke sind gute 400 Gramm Wolle. Ich habe die Anleitung abgeändert, weil normalerweise, ich gehe jetzt ein bisschen näher, dass ihr seht, wie die gestrickt ist. Also die grünen Streifen, die mintfarbenen Streifen sind glatt rechts gestrickt und die grauen Streifen sind kraus rechts gestrickt, das heißt einmal eine Reihe glatt, eine Reihe verkehrt. Das heißt, die ganze Decke ist eigentlich nur in glatt und verkehrt, glatten und verkehrten Maschen. Und das, wieso ich das so gemacht habe, ist zum einen, weil ich, also die Anleitung wäre durchgehend in glatt, also in kraus rechts gewesen. Und das wäre mir zu anstrengend gewesen, weil man strickt zwar in der Runde, aber man strickt ja nur von einer Seite. Und wenn ich immer eine Runde glatt, eine Runde verkehrt stricke, dauert es ewig und deswegen habe ich einen Großteil der Decke nur in glatt rechts gestrickt. Was es auch dezent langweilig gemacht hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das macht nichts, es ist ein wunderschönes Projekt. Man hat dann immer bei den Spitzen die Zunahmen mit einem Yarn Over, also mit einer Luftmasche praktisch. Und bei den Seiten, wo es praktisch reingeht beim Pentagon, nimmt man wieder ab. Ach Gott, das sind die Katzen, falls ihr sie fauchen hört, die streiten sich heute schon den ganzen Tag. Genau, was habe ich geändert? Also ich habe es geändert, dass ich eben... Hallo Loki, gehst du bitte... Der Kater ist heute unrund. Nein, nicht ins Plastik, ins Papier, geh bitte. Entschuldigung. Das ist natürlich besonders anziehend, wenn er was nicht darf, dann ist er dort. So, also, ich habe es deshalb glatt rechts gemacht, weil mir erstens der Strickbild besser gefällt, zweitens ich mit den verkehrten Maschen, ich bin jetzt nicht mit dir, mit den verkehrten Maschen einfach, wäre mir das zu mühsam gewesen, dass ich jede zweite Reihe habe. Man nimmt kontinuierlich jede zweite Reihe, Entschuldigung,
Jede zweite Reihe. Nein! Jede zweite Reihe 10 Maschen zu. Und deswegen wächst sie auch extrem schnell an. Das heißt, bis zu ungefähr diesem Punkt, also ungefähr ein Drittel der Decke geht echt flott und dann zieht sich's ewig. Ich habe am Schluss ungefähr 825 Maschen drauf gehabt, was urzach war. Vor allem, weil was wirklich anstrengend war, war das Weiterschieben der Maschen, weil man muss sie dauernd schieben und mir haben dann echt schon die Hände wehgetan. Das war eigentlich bei allen großen Projekten jetzt momentan der Fall. Deswegen ist es immer gut, ein kleines Projekt zwischendurch auf den Nadeln zu haben. Dann muss man nicht zu viel Maschen von A nach B schieben sozusagen. Was noch anders war, ich habe mit zwei unterschiedlichen Stärken gestrickt. Das heißt, die grünen Streifen sind Dike, also ein bisschen dickere Wolle. Und im Vergleich, die grauen Maschen sind Sockenwolle. Das ist ungefähr von der Stärke die zwei Wollen. Ich halte euch die nebeneinander, dass ihr das sehen könnt hoffentlich. Also die graue Wolle ist ein bisschen dünner und die türkise Wolle ist ein bisschen dicker. War so geplant und das war auch der Grund, wieso ich dann eben bei den Streifen, bei den grauen Streifen, man sieht, dass es ein bisschen durchlässiger vom Maschenbild her, das Kraus rechts gewählt habe, weil das dann noch einmal ein bisschen mehr aufgeht vom Gefühl her. Stört, finde ich, optisch und auch vom Maschenbild sonst überhaupt nicht, dass das zwei unterschiedliche Stärken sind. Und habe ich sonst was geändert? Ich habe sonst nichts geändert, nein. Beim Schluss war es so, ich hatte fast kein Grau mehr, also ich hatte wirklich nur noch sehr wenig Grau und habe mir gedacht, na, das wird sich eh nicht ausgehen, ich werde dann das Abketten, den I-Cord mit dem Grünen machen, also mit dem Türkis, weil da eh noch so viel da war. Habe zwei oder drei Reihen, ich glaube zwei Reihen mit Grau gestrickt und habe gedacht, es könnte sich ausgehen. Ja. Jene, die auf Instagram sind, wissen, es ist sich um das Stück nicht ausgegangen. Es ist sich um 50 Maschen nicht ausgegangen. Also wenn ich die zwei Reihen nicht mehr grau gestrickt hätte, sondern direkt mit dem Abketten nach dem grünen Streifen angefangen hätte, dann wäre es sich auf jeden Fall ausgegangen. Also man sieht es schon. Ja, Loki. Man sieht schon ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das seht, das ist ein bisschen ein anderes Grau. Das ist nämlich das Grau, was ich euch gerade vorher gezeigt habe, von meinem Zweigpullover. Hat ungefähr die gleiche Farbe gehabt wie das Earth Grau, aber nicht ganz, aber für die 50 Maschen eine, ja. Ich bin froh, dass ich eine graue Wolle hatte. ja, das wird ein Geschenk, deswegen habe ich es euch heute noch zeigen können, Gott sei Dank. Die kommt nämlich jetzt dann zu meinem Neffen, der sich hoffentlich drüber freuen wird. Also der kann sich nicht viel freuen, weil er ist noch sehr wutzig, aber das wird ein Geschenk. Und ich bin urglücklich, dass sie so schön geworden ist und so weich und so groß. Und das Schöne ist auch, weil Babydecke macht das Sinn, eine Wolle, also eine Decke zu stricken. Ich würde nie wieder Decken stricken. Nein, stimmt nicht. Vielleicht stricke ich irgendwann mal wieder was, aber es ist irrsinnig. Wenn man sowas mag, dauernd in der Runde glatt rechts zu stricken. Mich macht das fertig. Aber es ist irrsinnig schön geworden und ich habe in dem Fall wirklich auch Superwash-Wolle genommen. Es tut mir wirklich leid, das mit dem Geknister. Ich kann den Kater jetzt auch nicht wirklich verscheuchen. Er liegt auf dem Papier drauf. Es war nicht sehr gut durchgedacht. Es tut mir wirklich leid. Ist Superwash-Wolle, das heißt, man kann zumindest mit dem Wollwaschprogramm bei 30 Grad auf jeden Fall auch in der Maschine waschen. Ich habe sie jetzt auch einmal in der Maschine gewaschen, also das hat super gut funktioniert, habe sie dann feucht gespannt, damit sie die Form hat. Und ich habe eben den I-Cord als Abschluss gewählt, weil mein Gedankengang war, dass sich es dann weniger einrollt. Das funktioniert jetzt schon, wobei meine Mutter war so lieb und hat nochmal mit drüber gedampft, damit es sich nicht so einklappt. Also die hat da ein bisschen mitgespielt und mitgeholfen, dass die Decke so schön geworden ist. Also prinzipiell mit Wollwaschprogramm gewaschen. Feucht aufgespannt, das sehe ich, habe ich euch das Bild gezeigt und dann hat, wie gesagt, meine Mama noch drüber gedampft. Ich weiß nicht, wie ich das Einrollen hätte verhindern können, stricktechnisch, vielleicht vorher eine verkehrte Reihe stricken. Man kann es theoretisch noch umhäkeln. Nein! 825 Maschen, Pi mal Daumen, nein! Ich habe übrigens nicht alle Maschen gezählt,
sondern ich habe ein Segment einfach gezählt und mal 10 gerechnet. Wenn ich irgendwo Zunahmen vergessen habe oder so, sind es keine 825 Maschen, also dann sind es mehr oder weniger, also deswegen ungefähr. Das war mein fertiges Gestrick. Luki, ich brauche dieses Papier. Ja, das war natürlich jetzt wieder ein schlechter Plan. Gut. Einen Moment. Das war das, was ich fertig gestrickt habe. Also eigentlich nur die Decke, wobei, Gott sei Dank ist sie endlich fertig. Woran stricke ich gerade? Unter anderem wieder und immer noch an den Sock Madness Socken von vorletzter Runde. Ich habe die euch schon gezeigt. Ich zeige die jetzt nicht auf dem Sockblocker, sondern nur ganz kurz. Einen Socken habe ich ja schon ganz fertig. Das sind die Inky Madness Socken von Susan Gehringer. Und das Lustige oder Nette ist, dass dieser Abschluss mit den Perlen, ich finde den eigentlich sehr süß. Das werden Geburtstagssocken. Und beim zweiten Socken bin ich jetzt schon über der Ferse. Hab das in meinem Needle-Cosi, damit mir meine Nadeln nicht verloren gehen können, vor allem wenn ich auch extra Nadeln drinnen habe. Und ich bin jetzt schon über der Ferse. Das sind Socken, die man von der Spitze wegstrickt. Da ist mein Panda, damit ich also vorne ist, wobei das jetzt eh klar. Und jetzt bin ich eben über der Ferse und gerade bei den Zwickelabnahmen. Ja, das ist tatsächlich momentan mein einziges kleines Projekt. Ich will jetzt gerade nichts Neues anfangen. Zur Anleitung habe ich eh schon gesagt, ich finde die eigentlich ganz okay. Sie ist jetzt beim Fuß geht sie recht flott. Beim Bein ist sie ein bisschen zacher, weil einfach sehr viele unterschiedliche Sachen passieren. Aber sonst, ja, stricken sie sich auch ganz okay. Ich stricke mit West Yorkshire Spinner in einem Altrosa, wenn man so möchte. Mit passenden Perlen dann dazu, die ich übrigens beim Tiger gekauft habe. Tiger Store in Schottland, weil ich weiß sonst nicht, wo man. Also ich hätte in Schottland keine Perlen sonst gefunden. Und die Projekttasche ist vielleicht auch ganz spannend. Oh, da ist mein Jack drauf. Ich liebe es. Von mein Janimal. Die Projekttasche habe ich von einer lieben Freundin bekommen. Barley heißt sie auf Instagram. Und die hat mir die genäht. Und ich mag die sehr gern. Ja, sonst gibt es jetzt nicht viel zu den Socken zu sagen. Für mich sind die gerade total wichtig, dass ich sie habe, weil ich sonst nur Projekte habe, die sehr viele Maschen auf den Nadeln haben, also wo ich einfach nur unter Anführungszeichen glatt rechts oder in der Runde strick, aber halt vor allem mit sehr vielen Maschen und deswegen ein großes Geschiebe habe, immer von links nach rechts, was dezent anstrengend ist für die Hände, weil das Stricken selber ist nicht anstrengend, aber dieses Schieben, immer die Maschen weiterschieben. Das tut mir wirklich mittlerweile sehr in den Händen weh. Das habe ich jetzt festgestellt. Ich habe es bei der Decke festgestellt. Die Decke war auch noch sehr schwer, so mit den 400 Gramm, die man die ganze Zeit hält und dann die ganze Zeit weiterschieben. Habe ich jetzt einfach gemerkt, ich brauche zwischenzeitlich ein kleineres Projekt, wo einfach weniger Maschen auf den Nadeln sind und wo sich es praktisch von selber weiterschiebt. Das sind ja 72 Maschen auf vier Nadeln, das heißt 18 Maschen auf einer Nadel. Das ist definitiv momentan das entspannteste für die Hände. Die sind gerade ein bisschen beleidigt. Aber ja, zum Projekt sonst gibt es nicht so viel zu sagen. Es geht nicht so schnell. Das ist eigentlich mein Zwischendurchprojekt. Ich kann es ganz gut überall hin mitnehmen, weil es ist ganz klein und das ist ganz, ganz angenehm. Ich stricke auf 2,5 mm Nadelspiel in dem Fall wieder. Ich stricke sehr gerne auf dem Nadelspiel. Ich habe mir jetzt mittlerweile wieder das dritte Paar Reservenadeln gekauft, weil ja, das ist übrigens die zweite Katze, die Aurora. Ja, funktioniert gut, macht Spaß, ja. Ich bin froh, wenn die Socken fertig sind, ehrlich gesagt, weil ich freue mich schon sehr, wenn ich ein neues kleines Projekt anfangen kann und da denke ich an Mittens. Sobald ich soweit bin, zeige ich das natürlich her. So, die Socke muss noch weg. Okay. Heute ist Action-Tag, offensichtlich. Was stricke ich noch? Ah. Mein, da greife ich gerade so gern hin, Traumprojekt, weil Wolle, urgut. Also, lebt in meiner Yarnbowl, in meiner Garnschale von Ellie Steele, von dem ich übrigens auch, und ich sage jetzt noch einmal endlich hier auch ganz offiziell danke, 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 ich habe mich so unendlich gefreut, eine Nostepinne geschenkt bekommen habe, auch in Zwetschge, passend zu meiner Schale. Die hat er mir einfach so vorbeigebracht und das fand ich total großartig. Ist tatsächlich urcool für, wenn man unterwegs ist
und seine Wollwickler und alles nicht mitnehmen kann, hätte ich vor Schottland echt gebrauchen können. Fürs nächste Mal, wenn ich verreise und zu einem Wollfestival zum Beispiel fahre und dann in die Situation kommen könnte, dass ich Wolle wickeln muss und nirgends einen Wollwickler finde, ist das grenzgenial. Also schon probiert, schon getestet. Ich zeige auch gleich, wie es ausschaut, die aufgewickelte Wolle. Und danke, Ilias, noch einmal. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Es ist total cool. Ja, einfach super cool. Wie dann die Wolle ausschaut, zeige ich sofort. Zuerst zu meinem Strickprojekt. Ich stricke von Erika Lueder, die meisten wahrscheinlich von der Hermines Everyday, also Hermines Halbtagssocken kennen. Ein Tuchdesign, das heißt Homecoming. Und ich finde dieses Design total wunderschön großartig. Also so viel habe ich jetzt schon. Ihr seht, ich bin eigentlich schon relativ weit. Ich bin beim vorletzten Streifen letztendlich. Ich zeige es euch mal von hier. Ich probiere das einmal ein bisschen aufzumachen. Die Nadeln sind sehr kurz, dass ihr zumindest die Hälfte seht. Also ungefähr das ist jetzt die Hälfte vom Tuch, also ein Teil des Dreiecks. Es ist ein Dreieckstuch eben, man strickt von der Querkante, also von der Längsseite nach oben zum Spitz. Das heißt, es werden immer mehr Maschen. Ich muss aufpassen, dass mir das nicht runterrutscht. Und man strickt hier verschiedene Streifen. Das Originaldesign, bist du fertig mit dem Rascheln? Das Originaldesign hat 5 Farben. Ich stricke mit 4 Farben, warum habe ich letztes Mal schon erklärt, sage es aber gleich nochmal. Und das ist eigentlich eine Wiederholung von einem Mustersatz immer. Und ja, gefällt mir sehr gut, wird genauso wie ich es gern hätte, nämlich groß und kuschelig und weich und großartig. Kuschelig, weil, oh mein Gott, ich liebe diese Wolle. Kulana, Alpaka, Kaschmir, Seide. Ich könnte mich reinlegen. Mache ich auch regelmäßig. Die Aurora kuschelt auch permanent mit diesem Tuch. Es ist so weich, es ist so angenehm zu stricken, es ist einfach nur ein Traum. Die Farben, ich zeige euch auch gleich die Knäuel. Das Weiß ist Bern, das Rosa Luxemburg, dieses rötliche Braun ist Buenos Aires und dieses Schokoladebraun ist Caracas. Das gefällt mir sehr gut, das merke ich mir nämlich alles. So, und zur Wolle. Ich zeige jetzt gleich mal 3 Knäuel. Das ist der erste Knäuel, den ich in Schottland mit der Hand gewickelt habe. Das ist eben Bern. Von dem habe ich 2 Stränge. Jetzt habe ich, das ist noch immer der erste Strang. Dann Luxemburg habe ich nicht in der gleichen Wollstärke bekommen. Das heißt, das habe ich in der dünneren Stärke gekauft und halte ich einfach doppelt. Ist gewickelt mit dem Wollwickler. Genauso wie Caracas habe ich auch mit dem Wollwickler gewickelt. Die Farben, wie das changiert, ist einfach traumhaft schön. Ich kann euch das, es ist beim Stricken einfach wirklich, wirklich toll. So, und ich stricke gerade mit, und in dem Fall kommt der Faden von der Innenseite des Knäuels. Ich stricke gerade mit dem Knäuel, das ich mit der Nostepinne aufgewickelt habe. Und da merkt man einen Unterschied, dass es finde ich ganz nett, auch vom Volumen her. Also das ist natürlich viel enger gewickelt mit der Hand, mit der Nostepinne ist es aber auch nochmal enger als mit dem Wollwickler. Und die Nostepinne hat den Vorteil, dass das ein Knäuel, also dass das ein Knäuel ist, wo ich den Faden von innen herausziehen kann. Finde ich super. Ich weiß nicht, ob ich es mit 400 Metern durchgehalten hätte. Die haben 225 Meter pro 100 Gramm und deswegen war das für mich jetzt überhaupt kein Thema, dass ich es auch mit der Hand wickel. Ich glaube, ich bin einfach nicht sehr geduldig. Wenn ich nicht muss, tue ich 400 Meter natürlich mit dem Wollwickler wickeln, aber dass ihr nur seht, wie das eben ausschaut, das finde ich sehr spannend, finde ich sehr cool, taugt mir irrsinnig. Und wieso ich statt 5 Farben 4 Farben genommen habe, ist einfach aus, nicht aus Kostengründen tatsächlich, weil es eigentlich unter Anführungszeichen eh wurscht wäre, sondern mehr aus ressourcentechnischen Gründen. Also ich habe vom Braun jetzt noch so viel über und da werde ich jetzt auch keinen Streifen mehr stricken. Das ist wirklich so viel, da kann ich mir dann eine Haube oder so dazu machen. Was mich nicht stört, das werde ich ziemlich sicher machen, weil das ist so unendlich flauschig, weich, ich liebe es. Also ich werde mir einfach eine passende Haube wahrscheinlich zum Schal oder so stricken. Großartig.
Aber ich wollte nicht zu viel angefangene Knäuel haben und deswegen mache ich das jetzt eben so, dass ich farbtechnisch habe ich das so gemacht, dass ich mit Bern, Luxemburg angefangen habe, dann eben Buenos Aires, dann kam Caracas und jetzt kommt wieder Buenos Aires. Dann kommt ein Zopf mit einem Lesteil. Das wird nicht in der im Streifen gestrickt, sondern das wird eigentlich sozusagen angestrickt. Da muss ich mir noch anschauen, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dass ich praktisch den Zopf in diesem Hellrosa wieder mache, in dem Luxemburg, und die Spitze ganz am Schluss in Bern. Das ist zumindest der Plan und ich hoffe, dass ich das so richtig bedacht habe, dass mir am Schluss einfach nicht zu viel Wolle überbleibt. Das war eigentlich der Grund, wieso ich eine Farbe ausgelassen habe, damit eben, wenn das jetzt alles passt, brauche ich Buenos Aires fast auf und Luxemburg und Bern eben auch. Dann habe ich nur vom Dunkelbraun praktisch wirklich mehr als zu viel. Ist jetzt schon, das Tuch wird wirklich schön groß. Also das ist ja noch gar nicht gespannt, gar nichts, das ist noch auf kurzen Nadeln, gefällt mir unendlich gut. Also ich bin von der Anleitung sehr begeistert, ich bin von der Wollqualität urbegeistert, das ist eine deutsche Färberin. In Leipzig habe ich das gekauft. Es ist einfach nur ein Traum. Es ist leicht, es ist fluffig. Es wird nicht so gut die Form halten, was mich aber nicht stört. Was ich nämlich auch sehr schön finde, dass eigentlich das Muster oder die Muster sehr schön rauskommen. Ich bin jetzt dann wirklich sehr gespannt, wie der Zopf aussehen wird. Aber das hoffentlich das nächste Mal. Es wird jetzt schon sehr warm. Das heißt, ich werde dieses Tuch wahrscheinlich dieses Jahr schon, aber jetzt in diesem Sommer nicht mehr tragen. Aber ich weiß noch nicht, vielleicht für einen kalten Tag. Also es ist auch ein schönes Tuch. Also es ist auch es glänzt so schön mit dem Kaschmir-Seide. Es ist einfach irrsinnig elegant. Es ist nicht nur ein Reinkuscheln und urschön, sondern es ist auch einfach wirklich elegant und hübsch. Urglücklich. Das ist momentan wirklich so, wenn ich mich hinsetze und da eine Reihe stricke, so, oh, ist das toll. Oh, ist das so, das ist wie sich in Watte legen. Es ist großartig. Also war ein großartiger Kauf. Dann komme ich zu meinem letzten Projekt, das ich auf den Nadeln habe. Und das ist auch gleichzeitig das Projekt für meinen Knit-Along. Und zum Knit-Along sage ich vielleicht zuerst etwas. Und zwar, ich habe einen Knit-Along gestartet für die Regenbogenparade, bei der ich heuer mitgehen möchte, mit den Queermarschen gemeinsam, wo ich ein selbstgestricktes Sommertop tragen möchte, passend zu einem Reifrock, wo ich noch nicht weiß, was ich mit diesem Reifrock mache, aber ich habe Pläne, aber ich habe noch nichts gemacht. Die Regenbogenparade ist auf jeden Fall am 15. Juni und da wir heuer in Wien die Europride haben, das heißt, es ist ein Riesenevent eigentlich und ich bin eben das erste Mal dabei, freue mich irrsinnig und nachdem ich einen Sommertop stricken wollte und das nicht alleine machen wollte, 2 Sekunden, ich versuche dem Kater jetzt sein Papier wegzunehmen. Schluss mit dem Geraschel. So. Regenbogenparade. Also nachdem das heuer die Europride in Wien ist und die Queermaschen und Alice mit der Yarn Pride auftreten werden und es dazu einige Projekte gibt, das habe ich auch schon letztes Mal erzählt, da waren sie bei mir zu Gast auf der Couch, könnt ihr alles noch einmal einfach beim letzten Mal nachschauen, beziehungsweise die Homepage verlinke ich sowieso wieder. Und ich gehe mit, freue mich total und mache mir ein Sommertop. Der Knit-Along heißt Regenbogenkall, das heißt einfach, es darf natürlich in Regenbogenfarben gestrickt werden, aber es muss nicht. Es geht hauptsächlich darum, einen Sommertop zu stricken für euch. Also kein Kindersommertop, sondern eins für einen Erwachsenen. Aber wie dieses Sommertop ausschaut, das was für ein Design, das ist völlig egal. Es haben jetzt schon irrsinnig viele was gepostet und es machen wirklich einige mit. Die Elisabeth von Stein und Glas hat auch ganz toll ihren Susanne Sommer. Wie heißt das? Shawl-Top, glaube ich, heißt, gezeigt mit ihrem Farbkonzept. Ich verlinke da ihre Folge auch noch, weil die hat auch einen Podcast gestartet, was ich total großartig finde. Wenn ich jetzt was falsch gesagt habe, ich blende es auf jeden Fall richtig ein und verlinke es unten in den Shownotes. Und ihr findet auch übrigens die Shownotes und alles zu diesem Regenbogenkarl auf Ravelry.com. Dort gibt es die Gruppe Sissi will Wolle. Ich heiße dort übrigens Trochilita. Und ihr findet mich übrigens auch auf Instagram als Trochilita. Das heißt, da poste ich immer wieder ein paar Bilder oder Informationen, wenn eine neue Folge aufkommt. Ansonsten ist natürlich der einfachste Weg, unten auf Abonnieren zu klicken, weil dann werdet ihr sofort verständigt. Würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, beziehungsweise es hat euch gefallen. Aber ja, alle Informationen auf Ravelry, unten in den Shownotes. Und
genau, weitere Informationen auch immer wieder auf Facebook und auf Instagram. Facebook findet ihr mich auch als Sissi will Wolle. Ja, der Regenbogenkarl geht bis 15. Juni, klar, weil da ist die Regenbogenparade. Und ich zeige euch jetzt, wie weit ich mit meinem Gestrick bin. Und dann sage ich auch gleich, wer die erste Verlosung gewonnen hat, weil es gibt ein paar Preise zu gewinnen. Aber zuerst mal das Gestricke. Haha! Ich stricke ein Top, und zwar stricke ich das V-Top, V-Back-Tee von Jamie Hoffman. Ich nenne es Bright Tee. Ich versuche hier in Regenbogenfarben zu stricken, das ist die Vorderseite. Auf der Rückseite natürlich dieses V, also das ist der V-Ausschnitt, den man auch vorne tragen kann, also man kann das Top so oder so tragen. Und ich habe mich bemüht, hier wie gesagt in Regenbogenfarben zu arbeiten. Das heißt, oben ist das Rot, in der Mitte ist ganz wenig Orange, da hatte ich nämlich wirklich nur noch urwenig Rest. Dann habe ich schon mit dem Gelb angefangen und jetzt bin ich bereits beim Grün. So, die Wollen habe ich, ich kann euch ein Bild einblenden, das ist vielleicht sogar noch geschickter. Ich blende mal das Bild ein von meinem Regenbogen, wie das ausgesehen hat, wie ich es zusammengelegt habe, also wie ich die Wollen nebeneinander gelegt habe. Und das ist jetzt noch, was ich vom Rot über habe, das ist Jackseide. Ich schreibe euch das ganz genau in die Shownotes, weil ich habe das jetzt nicht alles bei mir. Vom Gelb habe ich noch ein bisschen was für die Ärmel, aber nicht sehr viel. Also das ist wirklich nur noch, das wird sogar vielleicht sogar ein bisschen zu wenig sein, was mir aber wurscht ist, weil das fehle ich dann einfach früher. Gelb von Dye My Style in Sockenwolle Stärke. Dann mit der stricke ich gerade mal Abrigo Sock Anniversario und genau das ist mein allererstes Bild auf Instagram übrigens. Deswegen konnte ich Gott sei Dank noch nachschauen, wie die Wolle heißt, weil ich es auf Ravelry in meinem Stash nicht aufgeschrieben habe, aber auf Instagram gepostet hatte. Also deswegen habe ich das Gott sei Dank noch gefunden. Die Wolle ist grün und auch ziemlich viel Rot, ein bisschen Blau ist drinnen, aber der Grundton ist grün und deswegen, ich finde die, ich liebe sie zum Stricken und ich finde sie schaut in dem Top auch super großartig aus. Also es gefällt mir irrsinnig gut. Bin total zufrieden. Und als nächstes kommt dann noch, das wird sehr, sehr spannend, die handgesponnene Wolle von der Steff, Deus Ex Culo, auf Instagram. Und Violett habe ich jetzt da nicht drinnen, da möchte ich nämlich auch eine Jagdseidenmischung nehmen. Ja, zum Mischen von Wollqualitäten. Ist das gescheit? Naja, vielleicht medium gescheit. Also, oben habe ich auf jeden Fall mit der Jagdseide gestrickt und die ist dünner als die Sockenwollen. Dazwischen habe ich von dem Orange, das ist ein Single gewesen. Das ist wirklich so wenig, dass es überhaupt, also man sieht es schon, es fällt auf. Aber es ist so wenig, dass es jetzt vom Strickbild für mich auch am wenigsten stört. Vor allem, weil ich komme noch mal ein bisschen näher, ich hoffe, ihr seht das. Das Strickbild von der Jagdseide mit 3,5 Nadeln doch wirklich wesentlich unregelmäßiger ist als von dann der Sockenwolle. So. Ich finde es urgut, dass ich oben die Jagdseide verwendet habe, weil es ist ganz, ganz weich und es wird super angenehm auf der Haut sein. Und da bin ich wirklich happy. Das war die absolut richtige Entscheidung. Ich habe für X-Large oben die Maschenanzahl aufgenommen und hatte dann auch weiter gestrickt in X-Large, was ein absoluter Fehler war. Also, nein, wir fangen anders an. Ich habe angefangen in Small zu stricken. Habe dann weiter gestrickt und habe das Gefühl gehabt, oben der Ausschnitt ist mir einfach zu wenig weit. Der war zu eng. Habe wieder aufgetrennt, da war ich ungefähr hier. Habe wieder aufgetrennt. Habe nochmal von vorne komplett angefangen, habe in X-Large begonnen, habe ungefähr bis kurz vor die Ärmel gestrickt, habe das ganze Ding probiert und habe festgestellt, das wird zu weit. Und zwar zu weit, viel zu weit. Wenn ich in X-Large stricke, das kann ich nicht anziehen. Habe live auf Instagram mit einer Story, alle die dabei waren, hatten Spaß hoffentlich,
wieder aufgetrennt. Das heißt, ich habe dann das ganze Teil da wieder aufgetrennt bis ungefähr hier, bis zu einem Punkt, da ungefähr, das sieht man jetzt natürlich nicht mehr, wo irre viele Maschen zugenommen worden sind. Also wirklich, das war so viele Maschen auf einmal, das, ja, hat komisch ausgeschaut auch. Abgesehen davon, dass es zu weit war. So, habe wesentlich weniger zugenommen, also habe zwar mit X-Large begonnen, habe aber dann nur so weit zugenommen, dass ich bei der Maschenanzahl von Small bin. Gott sei Dank, 100 Maschen mindestens weniger zum Stricken. Danke. War eine wesentlich bessere Idee. Und jetzt passt das eigentlich sehr, sehr gut. Das heißt, mein Problem war eigentlich oder ist, dass sich die Maschenprobe und die Maschenanzahl heute will das irgendwie wissen. Loki, kannst du dich nicht einfach hinlegen und Ruhe geben? Ich weiß eh, dass du Kino bist, aber du lenkst die Mama ab. Stingli. Nein, er gibt keine Ruhe. Dass die Maschenprobenanzahl, also dass ich auf 10 cm hier einfach wesentlich mehr Maschen hatte, klarerweise, als auf bei der Sockenstärke. Klarerweise, weil dünnere Wolle passen mehr Maschen auf 10 cm als mit der dickeren Wolle. Deswegen war das jetzt eigentlich die perfekte Lösung. Ich hätte auch noch mit der Nadelstärke theoretisch runtergehen können, aber das wollte ich nicht, weil mir eigentlich das Maschenbild mit den 3,5er Nadeln sehr gut gefällt. Das wäre sonst die andere Option gewesen, weil wenn ich mit kleineren Maschen, mit einer kleineren Nadelstärke stricke, kriege ich ja auch mehr Maschen auf 10 cm. Wie gesagt, ich habe die Lösung jetzt so gewählt, mit der Nadelstärke zu bleiben, wo ich bin, aber weniger Zunahmen zu machen, und jetzt endlich stricke ich jetzt einen Small Top. Und das passt auch hoffentlich dann ganz gut. Ich fäde so, wie es eigentlich geschrieben steht, also alle fünf Zentimeter, circa fäde ich. Und ich habe geglaubt, ich habe genau die richtige Anzahl von Farben, weil es steht in der Anleitung, dass es eine für 5 Farben Version gibt. Aber, und das habe ich falsch gelesen, die erste und die letzte Farbe sind im gestrickten Modell, also in dem Modell auf Reverie, die gleiche Farbe. Das heißt aber trotzdem, dass es nur 5 Farben sind und nicht 6. Ich habe aber 6, weil ich habe eigentlich den Regenbogen mit Orange. Nachdem aber von Orange urwenig da war und ich wirklich nur einen Fädstreifen praktisch gestrickt habe, wenn ihr das eben seht, das Orange ist Glut von Rock Sheep Yarns, und das ist auch sehr viel Geld drinnen, das habe ich in meinem Susanne Sommer Slice of Light drinnen gehabt. Ist das jetzt eigentlich perfekt? Also jetzt habe ich trotzdem eigentlich nur 5 Farben. Passt. Sollte hinhauen. Also ich bin jetzt schon sehr gespannt. Ich bin gespannt, wie sich das dann mit dem Blau ausgeht. Und theoretisch stricke ich eben unten mit Jagdseide wieder. Ganz, ganz unten. Da muss ich schauen, ob mir das gefällt. Wenn es mir nicht gefällt, habe ich noch Sockenwolle von Dye My Style. Falsche Projekttasche. Habe ich noch Sockenwolle von Dye My Style. Ein bisschen was. Aber nicht sehr viel. Also das ist wirklich sehr wenig. Und auch noch einen violetten Mini. Also ich habe noch violette Wolle. Purple Rain habe ich auch noch irgendwo was. Wie habe ich das gemacht, dass ich das Top dazwischenzeitlich probiert habe? Das ist ja auch vielleicht eine ganz interessante Frage. Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder strickst du deine Runde auf ein so langes Kabel, auf so lange Nadeln oder auf 2 Rundstricknadeln, dass es praktisch ausgeht, dass du es drüber ziehen kannst, also dass du es über deinen Kopf, Bauch, Brust praktisch bekommst. Oder ein Tipp von meinen Strickerinnen: Du verwendest so ein Scooby-Doo, nennen sie das. Habe ich jetzt welche geschenkt bekommen, 3, 4, die kriegt man im 100er Backel offensichtlich. Das sind diese Kabel, mit denen die Kinder eine Zeit lang diese Bänder geknüpft haben. Und die haben da eine Öffnung auf einer Seite, also auf beiden Seiten. Und diese Öffnung, ich zeige euch das gleich, kann man über die Nadeln stecken. Das geht bei ganz dicken Nadeln nicht, weil umso dünner die Nadeln sind, umso besser. Das kann man da einfach über die Nadeln drüber schieben. Seht ihr das? Es gibt meistens eine Öffnung, die ein bisschen dicker ist. Oder ein bisschen größer. Also einfach so drüber schieben. Und dann auf das praktisch vorsichtig die Maschen drauf schieben. Probieren und nachher wieder zurück auf die Nadel schieben. Ist ein bisschen fitzelig, geht vielleicht schneller, wenn man sie auf 2 Nadeln schiebt. Aber letztendlich kann man das unterwegs auch schnell ausprobieren. Und das ist, also schnell, kann man das unterwegs auch ausprobieren, und das ist gar nicht so unpraktisch. Habe ich mittlerweile, versuche ich immer wieder eins einfach in meiner Projekttasche drinnen zu haben, und ja,
habe das so gemacht, habe das so probiert. Ich habe auch ein Bild auf meiner Reverie-Seite gepostet, wo ich es eben ausprobiert habe und angezogen habe. Und das war eigentlich, ja, ich bin zufrieden. Gefällt mir gut. Wird ein schönes Projekt und ich hoffe, ich werde bis 15. fertig. Die Ärmel habe ich eben schon abgetrennt. Jetzt ist es nur noch glatt rechts runterstricken. Was, yay, Spaßfaktor. Aber es ist ein ganz gutes Unterwegsprojekt. Es kommen dann noch vorne, weil man sieht eben, der Rückenteil, also das ist, das ist jetzt die Vorderseite und ihr seht sogar von hier, dass der Rückenteil weiter unten hängt durch die Zunahmen bei dem V-Ausschnitt. Und deswegen werden dann vorne Short Rows gemacht, damit das praktisch unten beim Saum auf gleich ist. Bin schon sehr gespannt. Ich glaube, es dauert jetzt nicht mehr lang. Ich werde jetzt nicht mehr ewig, glaube ich, stricken. Ja, soweit. Ein schönes Design. Ich bin gespannt, wie es dann fertig ausschaut. Und ich hoffe, wie gesagt, dass es bis zum 15. ausgeht. Ihr könnt auf jeden Fall noch mitmachen, weil solche Tops, je nachdem, was für ein Design ihr strickt, das Tegna ist vielleicht, dauert vielleicht ein bisschen länger, strickt aber auch jemand, ich glaube, das ist von der Caitlin Hunter, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, das Design, und macht auch sicher super viel Spaß. Also wer jetzt noch einsteigen will, es sind noch gute 2 Wochen Zeit, für schnelle Stricker sicher überhaupt kein Problem. Und es gibt ein paar Preise zu gewinnen und ein Preis, habe ich gesagt, wird heute verlost, und zwar aus dem Chatter-Thread auf Reverie, das heißt, alle, die mitgequatscht und mitgeplaudert und sich ausgetauscht haben, waren da bei den Posts dabei. Ich blende auch ein Bild von Random Number Generator ein und das war super, weil meine Posts sind ja auch drinnen und die zum Beispiel vom Horst, der nämlich auch nicht mitgewinnen kann bei diesen 2 Verlosungen. Logisch, weil die Buttons sind von ihm. aber das macht ja nichts. Ich habe deswegen die letzten 3 Posts nicht gezählt, weil die waren von mir und vom Horst und den ersten Post auch nicht. Das heißt vom 2. bis zum 68. oder so. Und gewonnen hat auf jeden Fall gleich bei der ersten Ziehung die liebe Sandy 112233 und du bekommst den großen Button zugeschickt. Tada! Den hier. Gemeinsam mit einem Needle Cozy für deine Rundstricknadeln oder für dein Nadelspiel. Das hat die liebe Ballet gestiftet, gesponsert. Danke noch einmal dafür. Und bitte, ganz, ganz wichtig, sei so lieb und melde dich bei mir auf Reverie mit deiner Adresse, damit ich dir die Sachen zuschicken oder zukommen lassen kann. Genau, du bekommst den Button. Nächstes Mal wird das Button-Set verlost, also alle Buttons rundherum, die kleinen. Das heißt, wer die noch nicht hat, hat die Möglichkeit mitzumachen für das Button-Set und das gewinnt man folgendermaßen. Ihr sollt bitte einen Kommentar hinterlassen, wieso ihr auf die Regenbogenparade gehen würdet oder was ihr an der Regenbogenparade toll findet, beziehungsweise an dem ganzen Event Pride, was euch gefällt, was ihr super findet. Das heißt, unter den Kommentaren zum Thema Pride schreibt den Hashtag YarnPride dazu, ganz wichtig. Also, Kommentar unter diesem Video mit dem Hashtag YarnPride. Was findet ihr an der YarnPride, an der EuroPride, an der Regenbogenparade toll? Wieso würdet ihr mitgehen oder geht ihr mit? Wartet schon mal dabei, könnt auch Erfahrungswerte dazu schreiben. Vielleicht auch, wieso ihr gerne mitgehen würdet, aber noch nie mitgegangen seid. Ich gehe das erste Mal mit. Wieso bin ich noch nie mitgegangen? Weil irgendwie, ja, habe ich letztes Mal schon gesagt, ich weiß eigentlich nicht warum. Ich hatte einfach nicht so wirklich auch die Community, den Freundeskreis, wo ich sage, mit denen kann ich mitgehen oder ich würde mich dort auch zugehörig fühlen und das habe ich heuer schon. Und das finde ich total schön, da freue ich mich sehr drüber. Also, ein Kommentar mit dem Hashtag YarnPride unter diesem Video. Gewinnen könnt ihr ein Buttonset von den Janimals und wieder ein Needle Cozy, das kommt dann auch dazu. Genau. Wird nächstes Mal verlost. Das heißt, bis zur nächsten Folge, die da hoffentlich kommen wird am 9. Juni, könnt ihr euch bis zur nächsten Folge, bis ich die hochlade, könnt ihr an der Ziehung, an der Verlosung teilnehmen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das auch tut. Das war mein Gestricke, was ich aktuell stricke und ich möchte heute noch eine ganz kurze Review machen von Dingen, die ich zugeschickt bekommen habe, schon vor einigen Monaten. Jetzt habe ich sie auch länger genutzt und getestet und kann das auch meiner Meinung nach seriös machen. Deswegen zeige ich ganz kurz von HLH Design von der lieben Hanna-Lisa Haferkamp
eine Projekttasche, die habe ich schon mal hergezeigt und die habe ich eigentlich auch immer wieder in Verwendung. Eine Projekttasche und ein dazugehöriges Equipment-Set. Das war nicht dabei, aber das war dabei. Das habe ich auch hergezeigt, wie ich es damals bekommen habe. Diese Pouch, diese kleine Tasche mit allem Möglichen, was drinnen war. Und ich sage euch heute, was mir daran gefällt und was mir vielleicht nicht so gefällt, beziehungsweise was ich nicht so gut verwenden kann. Prinzipiell, was mir sehr, sehr gut gefällt, sind die Produkte, die verwendet wurden. Das heißt, es sind alles nachhaltige Produkte, es sind Produkte, die in Österreich, sage ich, in Deutschland produziert werden. Das heißt, es ist sie schaut sehr, sehr stark drauf wegen Ressourcennutzung und dass das alles innerhalb der Region auch wirklich gekauft wird und auch produziert wird, also innerhalb Deutschlands. Was ich großartig finde, dann versucht sie auch zu 100% Naturprodukte zu verwenden, das heißt kein Plastik. Nach Möglichkeit, ich glaube der Zipfverschluss ist mittlerweile auch schon, der Zipfverschluss selber ist aus Metall und ich glaube das Band vom Zipfverschluss ist auch aus Baumwolle. Also wirklich so wenig bis gar kein Nylon zu verwenden oder eben Plastik. Die Größe, also fangen wir einfach bei der Projekttasche an. Es gibt diese Projekttaschen prinzipiell in drei Größen. Wie gesagt, die habe ich geschenkt bekommen. Ich habe lustigerweise alle geschenkt bekommen, weil die habe ich geschenkt bekommen, die anderen habe ich gewonnen. Nämlich tatsächlich gewonnen bei einem Gewinnspiel von ihr. Weil sie hat auch einen Podcast und da konnte man eben mitspielen. Und da habe ich damals die anderen zwei gekriegt. Also das ist ein richtiger Zufall. Die drei Größen gibt's. Und die mittlere Größe, also die kleine Größe ist wirklich super klein, da gehen sich gerade mal Socken aus oder Projekte, wo du maximal ein Knäuel Wolle drinnen hast. Die mittlere Größe ist, finde ich, optimal, auch schon für ein bisschen größere Sachen, wie wo du mehrere Knödel drinnen hast, also Knäuel, nicht Knödel. Ich habe da jetzt gerade sehr viel Nadelzeug drinnen, aber das ist schon eine sehr angenehme Größe für eigentlich allerlei Gestrick. Die große ist super, die ist ein Wahnsinn, die ist super großartig, da kriege ich A4 Zettel im Stehen hinein, was jetzt auch momentan drinnen ist und da kriegst du auch große Schalprojekte, also sowas wie das Erika Loeda Tuch würde ich super gut in diese Tasche bekommen. Finde ich ganz toll, ich mag die Produkte sehr gern, die Taschen sind sehr, sehr fluffig sozusagen, also die haben ein dickes Futter und sind innen nochmal, also sind stark gefüttert, haben drinnen eben ihr Logo. Hanna-Lisa Haferkamp. Ich verlinke eh alles in den Shownotes. Und was mir sehr gut gefällt, auch optisch, sind innen sind zwei Karabiner. Oder ist da jetzt nur einer? Aber der großen sind zwei, bei der kleinen ist nur einer. Also ein Karabiner, den ich sehr schön finde. Die sind ein bisschen neue, also das sind neuere als so den, die ich drinnen habe. Stabile Karabiner. Ich mag auch die Farbe sehr gern. Und dann hat man drinnen auch noch. Ich habe so viel Zeug da drinnen. Hat man drinnen auch noch zwei Taschen. Ihr seht es auch, übrigens von Leipzig. Ich habe das Leipzig-Mandel da drauf. Und ein Einhorn. Sind sehr stabil, sind sehr gut gefüttert, wie gesagt. Und ich mag die wirklich gern. Sie sind nicht so knautschig, weil sie eben ein gutes Futter drinnen haben. Aber dafür sind sie einfach sehr, sehr, sehr stabil. Und ja, also die mittlere Größe, die ich eben zum Testen bekommen habe, verwende ich sehr gern, finde ich auch sehr praktisch für alle möglichen Projekte. Also gerade für so Hauben, auch das V-Top wird sich, glaube ich, auch ganz gut ausgehen. Das habe ich gerade in der, das ist ungefähr gleich groß, wird sich auch gut ausgehen. Das ist wieder eine Projekttasche von der Bali. Aber die Größe, wie gesagt, mag ich eigentlich sehr gern. Die kleine Größe, das ist wirklich knapp, geht sich, jetzt habe ich drinnen eben eigentlich ein Knäuel Wolle. Also, weil da habe ich jetzt ein kommendes Projekt schon drinnen und dann ist sie eigentlich recht voll. Also mehr als Socken oder Handstulpen. Handstulpen wird schon schwierig, wenn sie mehrfärbig sind. Also wenn ich schon zwei Knäuel drinnen hätte, wäre schon eng. Mit einem Knäuel überhaupt kein Problem, aber die ist wirklich klein. Passt aber natürlich, wenn man nur ein kleines Projekt hat. Die große ist ein Traum. Also die große ist wow, super cool. Mittlere Größe gefällt mir sehr. Zu der kleinen Tasche, die ich auch zum Testen geschenkt bekommen habe, ist eben diese kleine Pouch, die ist aus Vlies. Riecht nicht mehr so, oh ein bisschen riecht noch, ich glaube da sind Kräuter drinnen oder Gras. die Tasche mal nur zur Tasche selber finde ich total süß,
gefällt mir optisch total gut. Ich stecke auch lustigerweise immer wieder. Hab's vorher rausgenommen. Meine Vernähnadel, die ich verwende, einfach so hinein. Das geht sehr gut. Was ich ein bisschen unpraktisch finde, ist, dass es leicht die Form verliert. Aber sonst finde ich sie sehr angenehm und ich verwende sie irrsinnig gern. Dabei war, also ich habe eigentlich auch die ganzen Sachen, die ich geschickt bekommen habe, immer noch da drinnen und verwende sie so. Also das wurde nicht ausgelagert oder umgelagert, das wird nach wie vor so verwendet. Genau ausgehend tut sich von der Größe das mitgeschickte Nadelmaß aus Holz, was ich urgut finde, gefällt mir sehr, sehr gut. Vor allem gefällt mir sehr gut, dass sowohl Zentimeter als auch Inch drauf sind. Und auch da bei dem Nadelmaß ist sowohl das metrische als auch das andere System, also das amerikanische System ist auch drauf. Das heißt, man hat hier Millimeter und die amerikanischen Nadelgrößen drauf von 2 mm bis 8 mm und mit den Zwischengrößen. Das finde ich super. Wieder mit dem Logo. Und ja, finde ich gut, gefällt mir gut, verwende ich die ganze Zeit. Auch urgroßartig, also wirklich begeistert. Es ist eine Schere. Man könnte ja sagen, es ist ja nur eine Schere. Nein, ich finde sie ursuper. Also sie ist recht spitz, sie ist sehr handlich, sie hat ein Gewicht, sie ist ein bisschen schwerer, aber sie ist trotzdem nicht so groß und sie schneidet urtoll. Also diese Schere ist absolut genial. Ist ein bisschen größer, aber nein, Sachen fliegen, ein bisschen größer als diese Vogelscheren, aber nicht viel, also wirklich nicht viel. Die kennt ihr vielleicht, aber dies, also vom Handling her, schneidet die noch einmal einen, also die ist, ja, toll, super großartig. Definitiv nicht im Flugzeug in der Handtasche haben, die nehmen sie dir sicher weg. Finde ich aber, wie gesagt, also bin ich begeistert, ja, auf jeden Fall. Dann ist dabei eine Vernähnadel aus Porzellan. Und ich habe das jetzt eh schon ein paar Mal gesagt. Ich komme mit der nicht zurecht. Also ich verwende die nicht. Definitiv nicht. Ich habe es probiert bei Strickstücken mit dicker Wolle, also mit großen Maschen. Ich habe es versucht mit Strickstücken mit kleinen Maschen, also bei meinem Zweig habe ich es versucht zu verwenden. Nein, also das ist für mich auch, es ist für mich keine Vernähnadel. Es tut mir leid, das ist das einzige Produkt, wo ich sage, das hat für mich, das schaut hübsch aus. Es ist eine, zum Nadelbinden, da gibt es eine eigene Methode. Das ist praktisch so eine Prä-Stricker-Methode. Dafür ist diese Nadel eigentlich geeignet und gedacht, von der Form her. Ich habe mir da auch ein YouTube-Video dazu angeschaut. Vielleicht, wenn ich das finde, verlinke ich das in meinen Tutorials, weil es echt, echt spannend ist und cool ausschaut. Aber zum Vernähen meiner normalen Strickstücke, wie auch Socken etc., habe ich die noch nicht einmal verwendet und die war für mich leider nicht wirklich sinnvoll. Diese aus Porzellan ist eine Porzellannadel. Das stört mich alles nicht. Also das finde ich sogar cool. Ja, prinzipiell wäre das ja sinnvoll. Aber zum Vernähen, nein, hat es für mich keinen Sinn ergeben. Was noch drinnen war in der kleinen Tasche. In der kleinen Tasche war eine kleine Tasche. Und die sind immer noch genauso drinnen. Aber verwendeterweise. In der kleinen Tasche war eine kleine Tasche. Und in dieser kleinen Tasche. Nicht, ob ihr das seht, sind Maschenmarkierer. Und natürlich habe ich jetzt meine Nadel weggeschmissen, die ich kaputte. Da habe ich was. Und diese Maschenmarkierer haben unterschiedliche Formen. Ein Hexagon, die sind gerade nicht drin, meine Hexagone. Die habe ich hier schon irgendwo verwendet. Hexagon, Dreiecke und Vierecke. Die Hexagon habe ich, glaube ich, gerade welche auf meinen Socken. So, ups. Ich zeige euch mal da ein bisschen was, wenn man das sieht. Das sind jetzt die großen. Die kleinen habe ich tatsächlich gerade in Verwendung. So, vielleicht seht ihr das so ein bisschen. Der Gedanke ist, die unterschiedlichen Formen sind so gewählt, dass sie praktisch beim Ausschneiden so wenig Müll oder Restmaterial wie möglich produzieren, was ich total super finde. Also wieder hier ressourcensparend. Aus Holz sind sie, was ich total nett finde, also auch einfach vom Feeling, ich mag das total gerne, ich mag Naturprodukte irrsinnig und zum Nutzen sind sie auch super, also in unterschiedlichen Formen. Vorteil, Nachteil. Nachteil, Dreiecke, das ist hier. Sie sind sehr spitz
Und wenn man mit der Hand draufgreift, tun sie weh. Die kleinen Dreiecke passen genau auf die 2,5 mm Nadeln beim Sockenstricken zum Beispiel. Die großen, glaube ich, passen bis auf, ich glaube, die könnten auf jeden Fall auf 7er Nadeln passen, die großen Vierecke. Also das ist, finde ich, großartig, dass unterschiedliche Stärken sind. Was ein bisschen blöd ist, und ich glaube, das sieht man hier ganz gut, sie sind recht filigran. Was heißt das? Wenn man zu fest drauf drückt, oder ich schieb die ja, also ich stricke und fahre dann mit der Nadel rein und ziehe sie praktisch rüber. So mache ich das. Dann muss man aufpassen, weil dann brechen sie. Wenn man das sieht, ich glaube leider nicht. Oder vielleicht seht ihr das ein bisschen, da ist die Kante weggebrochen. Also nicht der ganze, es ist nicht der ganze Maschmarkierer gebrochen, sondern nur ein Teil weggebrochen, weil das so geleimtes Holz ist. So Plattenholz, seht ihr das? Genau. Und da sieht man das, dass es weggebrochen ist vielleicht. Ja, das finde ich ein bisschen unpraktisch. Das ist halt, da muss man ein bisschen aufpassen. Und wenn man nicht so aufpasst, technisch gut unterwegs ist, dann könnten sie leicht zu Bruch gehen. Also das Einzige, was ich sozusagen bekritteln würde an diesen Maschenmarkierern, ist, dass sie recht spitze oder scharfe Kanten haben. Das heißt, wenn ich mit der Hand drauf greife, ist es unangenehm. Da muss man ein bisschen drauf achten oder aufpassen. Und dass sie relativ filigran sind. Das heißt, man darf sie nicht draufsetzen. Das sollte man sowieso nicht auf sich auf Nadeln setzen, schon gar nicht mit Holznadeln, so wie ich. Immer stricke. Aber man muss auch beim Weitergeben der Maschenmarkierer von einer Nadel auf die andere vielleicht ein bisschen achtsamer sein. Ja, halt nicht brachial mit seinen Dingen umgehen, das geht doch wohl, oder? Sollte man meinen. Also das wäre das Einzige, was ich sozusagen daran bekrittel. Ich verwende die hexagonförmigen am liebsten. Ich habe es jetzt, wie gesagt, gerade auf meinem Strickzeug offensichtlich drauf, weil sie doch am rundesten sind und keine scharfen Kanten haben. Also tatsächlich die Hexagon-Größen mag ich am liebsten und werden am meisten genutzt. Sind wirklich regelmäßig im Einsatz. Die Dreiecke und Vierecke, gerade die ganz großen Vierecke verwende ich fast nicht, aber deswegen, weil ich kaum Sachen mit wirklich großen Nadeln stricke. Also bei 4-5 mm Nadeln, da macht es schon Sinn, aber bei 2,5 mm Nadeln tue ich nicht so ein großes Ringerl draufsetzen. Schauen, ob ich da vielleicht welche drinnen habe. Ha, da habe ich die Hexagongrößen. Seht's? Alles in Verwendung bei mir, rundherum, irgendwo drinnen. Also da sieht man das auch gut. Ich verwende die offensichtlich, weil der ist schon ein bisschen weggebrochen auf der Seite. Also das sind die hexagonförmigen in zwei Größen. Und vielleicht seht ihr, dass beim kleineren schon ein bisschen was weggebrochen ist. Aber das ist also fürs Verwenden letztendlich völlig egal. Ich verwende sie trotzdem. Wenn sie nicht wirklich komplett gebrochen sind, verwende ich sie trotzdem. Und mir ist noch keiner komplett gebrochen. Also nur so ein bisschen eine Kante weg. Fazit zu diesem Set, das ich geschenkt bekommen habe zum Testen. Erstmal nochmal vielen lieben Dank, Hanna. Hanna-Lisa, du hast dir sehr, sehr viel überlegt und es ist sehr durchdacht, das ganze Paket. Und das finde ich super. Danke, dass ich es testen durfte und auch vorstellen durfte und konnte. Alles in diesem Paket finde ich eigentlich wirklich sehr gut. Wenn ich es ranken müsste, also am schlechtesten abschneiden würde bei mir diese Nadel. Die Porzellannadel, aber einfach deswegen, weil ich sie, so wie sie gedacht ist, überhaupt nicht verwende. Dann die Maschenmarkierer, weil sie sehr filigran sind, aber ich mag prinzipiell die Holzprodukte sehr gern und ich finde auch die Optik sehr ansprechend. Und dann kommt vielleicht die Pouch selber, weil sie sich, ich glaube, auf Dauer einfach zerlegen wird. Also auf Dauer wirklich im nächsten, es kommt immer darauf an, auch wie man mit seinen Dingen umgeht. Ist jetzt eh sehr, also sie hat sich schon ein bisschen ausgeleiert, aber das ist, glaube ich, das sonst finde ich sie sehr schön und sehr süß. Und dann Nadelmaß und Schere, top, genauso wie die Projekttasche selber, top. Also ja, gibt's nichts. Finde ich, ist das Geld auch wert. Und alle Informationen zu diesen Produkten findet ihr auf der Seite selber von der Hanna-Lisa und dort bitte nachzuschauen. Ich wollte euch jetzt eigentlich noch zeigen, was ich von der lieben Julia geschenkt bekommen habe. Aber ich sehe gerade, dass die Folge schon sehr weit fortgeschritten ist und ich würde mir eigentlich gerne Zeit dafür nehmen. Das heißt, ich mache euch Guster. In dieser wunderschönen Tasche sind ein paar ganz tolle, großartige Goodies und die passt so schön zum Thema Yarn Pride, weil das ist ein wunderschöner Regenbogen.
sind ein paar ganz großartige Goodies, die ich nächstes Mal vorstellen werde, damit sie auch wirklich die Zeit und die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen. Weil ich habe Wolle bekommen. Aber nicht nur Wolle, sondern auch ein paar andere hübsche Sachen. Aber das zeige ich euch das nächste Mal. Urgemein. Ich mache euch total neugierig. Das ist der Plan. So, Mitte Long, Regenbogen Karl, Kommentar, Hashtag Yarn Pride, großes Y, großes P übrigens. Yarn Pride, wieso findet ihr die Pride gut und würdet ihr dabei sein oder seid ihr dabei? Macht mit, engagiert euch. Das ist einfach ein positives Kommentar, möchte ich lesen. Bitte, danke. Und ich freue mich sehr darüber, wenn euch die Folge gefallen hat. Wie gesagt, freue ich mich über einen Daumen hoch und ich freue mich noch mehr, wenn ihr sagt, ihr schaut regelmäßig vorbei und seid Abonnenten von mir. Es ist einfach schön zu sehen, zu wissen, dass es euch gefällt. Und dann macht es mir auch nochmal umso mehr Freude, umso mehr Spaß. Ich wünsche euch was, ich wünsche euch einen wunderschönen Sommer. Bis zum nächsten Mal. Bussi. Baba. Get what you wanted. Have you made your greatest game? Some may say we are haunted, and all our needs are for no shame.